Moinsner, meine lieben Enten, ich begrüße euch auch wieder mal zurück zu einer Folge EVE Online. Und ja, natürlich machen wir heute eine kleine Rundführung durch mein neues Schiff, beziehungsweise wir gucken sich heute meine Ausrüstung dieses Schiffes an. Fangen wir mal so an. Dieses Schiff gab es im letzten Login-Kalender zu bekommen. Dieses Schiff, auf jeden Fall mal ein sehr schöner Schlachtkreuzer. Wenn ich mich da jetzt nicht kurz verschaut habe. Ja, ein Kampfschlachtkreuzer. Hat hier für uns auf jeden Fall einen 25% Bonus auf den Schaden von mittelgroßen Energiegeschütztürmen, mittelgroßen Hybridgeschütztürmen und mittelgroßen Projektilgeschütztürmen. 50% Bonus auf die Reichweite des Wirkungsbereichs von Kommandostrahlen. 25% Bonus auf den Schaden von schweren Lenkwaffen und schweren Angriffslenkwaffen. 50% Bonus auf die Hitpoints und den Schaden von Drohnen. 37,5% Bonus auf die Stärke von Basis, Gefechtsgensonden und kann ein Kommandostrahlmodul verwenden. Das sind auf jeden Fall die ganzen Funktionsbonusse, die dieses Schiff gibt. Mit einigen davon habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so befasst, ja. Aber dieses Schiff gab es auf jeden Fall gratis sozusagen, nur durch einen Login-Kalender. Das ist auf jeden Fall mal okay. Dieser Login-Kalender war hier unter Geschenke, da war das dabei. Konnte man sich das hier, hier war noch ein zweites Fenster. Macht auf jeden Fall die täglichen Omega-Belohnungen, gibt auf jeden Fall noch Skillpunkte. Und hier war auf jeden Fall ein zweites Fenster, da konnte man sich das holen. Man musste, glaube ich, aber den Omega-Status haben, aber das ist okay. Dieses Schiff kostet ungefähr, hat einen Wert von 30 Millionen Space Cash, also 30 Millionen ISK, unsere Währung. Ich sage weiterhin Space Cash dazu. Ich möchte Space Cash auch einführen, dass wir das auch so alle nennen, dass sich alle auskennen. Hört sich witziger an und soll auch so bleiben. Ja, dieses Schiff, wer es auf jeden Fall hat, sehr gut. Könnt ihr da mal ein Beispiel nehmen, wenn ihr nicht wisst und auch so ein Anfänger seid wie ich, wie ihr das einrichten solltet, ja, um auch ein stabiles Stromnetz zu haben. Ja, wer dieses Schiff jetzt nicht unbedingt hat, kann sich so ein bisschen ein Beispiel eventuell dran nehmen. Aber das, was ich jetzt hier so ungefähr alles eingebaut habe, das passt für dieses Schiff. Ich habe das jetzt letztens in meinem letzten Livestream auf Twitch, dienstags und donnerstags 18 bis 20 Uhr, habe ich mit dem Ehrenmann Toni mein Schiff ein bisschen ausgerüstet, weil das war eine Katastrophe. Und wir haben sich da mal so ein bisschen reingeschaut in das ganze System und mal da ein bisschen gekauft, geguckt, das Stromnetz stabil hinbekommen und auch für meine anfänglichen Skills, die ich hier erst gelernt habe, geguckt, was passt da so rein. Eingebaut einmal den Focused Modal Pulslaser 1. Fünfmal mit der Munition Multifrequenz M. Wenn ihr auf der Suche seid, da habe ich auch etwas gebraucht, bis ich das gefunden habe, habe ich hier einmal die Hardware und einmal die Rümpfe Ausrüstung. Wenn ihr unter Hardware geht und nicht Module ausgewählt habt, sondern ihr habt sie dann noch Ladung, kommt sie dahin, weil Module habt ihr die Laser oder die Gegenstände. Die Ausrüstungsgegenstände und unter Ladung habt ihr die Munition. Die Ladung für das Geschütz, für das jeweilige Gerät. Und hier oben könnt ihr dann noch das auswählen, wenn ihr das eingebaut habt. Für was sucht ihr Munition? Ja, also ich habe hier zum Beispiel meinen Rocket Launcher noch. Dann für meinen Laser, hier haben wir es dann schon, Multifrequenz M. Habe mir aber hier ehrlich gesagt das gekauft und wir haben sich darauf geeinigt, Standard M auch zu kaufen. Habe ich jetzt beides mit. Switche ich je nachdem der Situation, wo ich bin. Ich komme da noch nicht so viel ausprobieren, hab's halt gekauft, ist billig und man soll ja in EVE viel ausprobieren. Und hat hier zum Beispiel den Bonus 50% geringere optimale Reichweite. Bei einer kürzeren Reichweite erhöht sich der Thermalschaden und gleichzeitig der Gesamtschaden. Also das ist eher, also du machst mehr Schaden auf kürzere Distanz. Aber hier habe ich hier die Standard-M-Munition, zum Beispiel moduliert den Strahl einer Laserwaffe in den Bereich des sichtbaren Lichtspektrums. Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber hat hier keine Reichweiteneinschränkung, sondern nur 45% niedrigerer Energiespeicherverbrauch.
erklärt sich dann auch von selbst. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, also die zwei habe ich mir gekauft und die wähle ich euch jetzt auch einfach mal zu kaufen. Wir haben sich darauf geeinigt und das passt schon mal. So, auf jeden Fall die 5 Laser mit 5-mal der Munition, passt. Dann habe ich den Rocket Launcher hier auch drin, den Light Missile Launcher habe ich drinnen. Und die dementsprechenden Raketen, die zwar schon leer sind, muss ich mir neue kaufen, aber auch ganz einfach unter Ladung zu finden. Die Voraussetzung, ja, ist dementsprechend sehr niedrig. Guckt's mal, das ist jetzt noch nichts Großartiges. Natürlich ein bisschen muss man warten, bis man es freigeschalten hat, aber es sind jetzt nicht Wochen, wo man warten muss. Also die Voraussetzungen sind noch relativ niedrig. Bei allen Gegenständen. Bei allen, ich glaube, bis auf eines. Das ist hier der Armor. Das wollen wir nicht gucken. Ja, hier ist die Voraussetzung etwas größer, aber auch noch okay. Aber da könnt ihr auch einen Stufe 1 nehmen. Kommen wir gleich dazu. Also, dann habe ich hier auf jeden Fall, um unser Energiespeichersystem auf jeden Fall stabil zu halten, haben wir hier den Cup Recharger 2. Einmal den Large Compact Cap Battery zweimal. Also die Large Compact Battery haben wir hier zweimal. Hier haben wir dann zum Beispiel noch einmal den 10mn Afterburner drinnen. Empfehle ich euch auch nicht höher zu nehmen, weil sofern eure Skillpunkte nicht besser sind, könnt ihr halt auch nicht höhere Stromversorgungen nehmen und auch keine größeren Afterburner, also Geschwindigkeitsbooster, sage ich jetzt mal. Weil ich wollte mir einen höheren nehmen, geht, spricht der Strom jetzt wieder zusammen, aber der reicht. Und nehmt bitte den 10mm Afterburner für dieses Schiff, weil der ist auch geeignet für solche Schiffe wie der Schlachtkreuzer. Weil ich habe vorhin den 50mm drinnen gehabt. Und viele wissen, 50mm ist für eine andere, also ist für andere Schiffsklassen, Schiffstypen geeignet. Also wer auch diesen Fehler wie ich gemacht hat, schaut, dass er die 10er-Klasse hier einbaut, ja. Dann habe ich hier noch zweimal einen Tracking-Computer, der, wie ihr schon sagt, Tracking macht Bonus für Nachführungsgeschwindigkeit von 20% mehr. Wurde ebenso mit der Munition ausgestattet von Tracking Speed Script. Hat natürlich den Vorteil, dieses Script kann in einen Nachführungscomputer oder ein Tracking-Link-Modul geladen werden, um die Nachführungsgeschwindigkeit auf Kosten der optimalen Reichweite dieser Module zu erhöhen. Erklärt sich auch von selbst. Den habe ich wieder zweimal eingebaut, den müsst ihr halt dann immer regelmäßig aktivieren, wenn ihr jetzt in einen Kampf geht. Dann habe ich auch nochmal zweimal einen Headsink drinnen. Was kann Headsink? Gut gefragt, Voraussetzung niedrig. Headsink leitet den durch Hitze verursachten Schaden einer Energiewaffe aktiv ab und ermöglicht dadurch, dass sie schneller feuern kann. Nachteil, wenn man mehrere Module des gleichen oder ähnlichen Typs einsetzt, die gleichen Attribute des Schiffs beeinflussen, wird dieser wirksam eingeschränkt. Haben wir zwar zwei Stück drinnen, hätte ich aber nichts gemerkt und mir wurde auch empfohlen, zwei einzubauen. Also können wir das auch so lassen. Vertraue ich auf jeden Fall mal denen, die sich da etwas besser auskennen. Aber wie gesagt, das ist heute rein nur von einem Anfänger für Anfänger weitergegeben, weil mir da vor einem etwas besseren Spieler geholfen worden ist. Und ich kriege einfach mal ein bisschen Kälte, jawohl. Und ich euch auch somit ein bisschen helfen möchte, dass ihr euch da auch, falls ihr EVE Online anfangen wollt oder auch gerade mittendrin seid, etwas einfacher tut. So. Was haben wir da noch? Da habe ich mir hier einen Power Relay eingebaut. Ebenso der Stufe 1. Hat, glaube ich, dann den Effekt gegeben, dass mein Stromnetz am Schluss gepasst hat, weil wir dann auch immer so, wie es jetzt war, probiert haben und das Power Relay haben wir dann reintan und dann war das ganze System stabil. Also der auch ganz wichtig. Dann der Medium Armor Repair, auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch sowas reinbaut. Kommt natürlich auf die Voraussetzung an, weil wir haben hier Voraussetzungen, ja, dauert schon ein bisschen länger. Könnt ihr aber auch den Stufe 1 reinbauen, weniger Voraussetzungen, auch gut ausgerüstet. Dann, woran ich überhaupt nie geglaubt habe oder nicht gewusst habe, dass es hier so ein bisschen ein Boosting gibt. Also ich sage mal so eine Verbesserung, wie sagt man, so ein Zusatzskill, so ein Zusatzmodul, was man hier einbauen kann, weil das hat mir einen Resistenzbonus gegeben, den man hier deutlich sieht. Und meine Panzerung für eine kleine Voraussetzung deutlich steigert. Dieses top aktuelle System
ist die vielseitigste Nanobeschichtung, die man finden kann. Es schützt gegen alle Schadensarten, allerdings ist es weniger effektiv als eine spezialisierte Beschichtung. Und dann gibt es ja auch noch ein zweites Mal, habe ich mir gegönnt, den Damage Controller Stufe 2. Wie gesagt, Voraussetzungen, wenn ihr da etwas niedriger seid, auch der 1er ist noch möglich. Nur halt dementsprechend, wie deine Skills sind, desto höher kannst du dann halt schon alles kaufen und dich verbessern. Ist ja natürlich klar. Verleiht einen Bonus auf die Widerstandsfähigkeit von Schild, Panzerung und Schiffstruktur. Wieder mal selbst erklärt, es kann immer nur ein Schadenskontrollsystem zu einem festgelegten Zeitpunkt eingebaut werden. Kennt man sich aus? Kostet auch, glaube ich, nicht viel. Mag dir das anzeigen? Ja, 500.000 muss drin sein. Und macht auf jeden Fall was aus. Also wir haben da auf jeden Fall einiges mehr an Bonus, ja? Beziehungsweise auch an Schutz. Das Ganze hat, glaube ich, ungefähr auch an Einkaufskosten gekostet, so um die 10 Millionen, aber nicht wirklich drüber. Man muss ein bisschen gucken, die Laser waren bei 300.000, 400.000 das Stück. Also auch das relativ billig, dann waren hier die ein paar Batterien, waren hier schon um 500.000 bis zu 1 Million sogar. Ich glaube hier die 2 war um 2 Millionen, das war das teuerste und der Rest war dann hier relativ wieder billig. Aber ihr könnt es unter 10 Millionen, könnt ihr da rechnen, habt aber eine optimale Ausrüstung und braucht sich da jetzt keine Gedanken machen, dass ihr da viel falsch gemacht habt. Ich habe damit schon ein bisschen gespielt jetzt, also ein bisschen gezockt. Habe auch schon ein paar Missionen gehabt, wo ich von anderen Schiffen, also von anderen Aliens hier ziemlich attackiert worden bin. Und ich bin damit ziemlich zufrieden gewesen. Also ich habe die da mal so richtig auseinandergenommen. Bin auch hier jetzt mit Epic Arcs schon dementsprechend jetzt gleich bei der nächsten, beim 5. Kapitel. Das 4. Kapitel ist schon so ziemlich fertig, muss ich nur noch schon zum nächsten Ziel fliegen, also 5er Kapitel, und bin da schon fast ziemlich durch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bitte der Folge einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten war es das mal wieder von einem Anfänger für Anfänger. Reingehauen und wieder schauen. Abo da lassen, Glocke aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt seid, wenn ich eine weitere E-Folge hochlade. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal.